Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bausimulator. Jawohl, wir sind wieder am Start. Und ja, wie ihr sehen könnt, haben wir sechs neue Fahrzeuge im Hintergrund stehen. Ole, ole, jawohl, das JCB oder JCB, je nachdem, wie man es ausspricht. DLC ist am Start. Vielen Dank da an Astragon, die mir das freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier einiges neu, ne? Wir haben einen neuen Baggerlader, wir haben Kettenbagger, wir haben Radlader, Teleskoplader, einen Raddampfer und ja, hier noch so einen neuen Bagger. Also läuft, ne? Läuft richtig gut. Wir haben verschiedene neue Fahrzeuge. Ich habe sie jetzt alle mal ausgeliehen und wir werden die natürlich alle ausprobieren, ne? Hier haben wir so einen ganz kleinen Baggerlader. Richtig nices Teil. Ich kann mal gerade gucken. Das ist der. Wo ist er? Das müsste der hier sein, ne? Ne, da ist er. Da, der Baggerlader JCB1CXT. Der. Moment. Ja, das ist ein kleiner, wendiger, sehr, sehr wendiger Baggerlader. Dann haben wir noch den. Das müsste der hier sein, der 4CX. Eine Nummer größer. Ich würde doch fast sagen, der ist eine Nummer größer als den, den wir schon haben. Sehen auf jeden Fall mega nice aus, ne? Muss ich sagen. Dann hier den Teleskoplader. Das ist ein 540-180 HI VIZ Teleskoplader. Dann haben wir hier noch den. Wie nennt sich das Teil eigentlich hier? Moment, das ist hier so ein knickgelenkter Muldenkipper. Für so kleinere Arbeiten, ne? Also wenn wir hier so diese Gartenbauaufträge machen oder so, sind die bestimmt mega nice. Den hätten wir, also gerade den kleinen hier, hätten wir wahrscheinlich bei dem einen Haus gebrauchen können, wo wir hinten in den Garten fahren mussten. Da wäre der bestimmt richtig gut gekommen. Das Teil fährt sich auch mega gut irgendwie. Also super wendig. Kann ich euch so hier mal zeigen. Na, also zack, super klein, super schnell und mega nice. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Auch der Teleskoplader ist bestimmt richtig geil. Der Radlader hier auf jeden Fall auch. Da bin ich auch mal gespannt. Den will ich auch auf jeden Fall testen. Warum kann ich jetzt hier nicht einsteigen? Wahrscheinlich von der anderen Seite. Ja, zack. Na, also auch ein mega nicer Bagger. Und natürlich hier der Kettenbagger, ne? Auf den Kettenbagger bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Den werden wir auch safe austesten im nächsten Auftrag. Also die Fahrzeuge hier, ne, die sind mega cool. Mega geil. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ne, zack. Also wir haben auch relativ viel Spielraum. Die Schaufel, ja, sieht ein bisschen kleiner aus als die, wo wir von unserem Bagger, wo wir haben. Aber doch, also den will ich auf jeden Fall testen. Also wir werden sie auf jeden Fall alle ausprobieren, auch hier den Teleskoplader. Gut, wir laden jetzt in der Regel nicht selber, aber ne, kann man auf jeden Fall mal machen. Ne? Warum nicht? Zack, hier. Wie weit fährt er aus? Schauen wir mal. Alter, guck das mal an. Also da kannst du auf jeden Fall was machen, ne? Zack, zack. Richtig cooles Teil, wie ich finde. Ja, ich bin mal gespannt, ne? Vielen Dank dann nochmal an Astragon, dass sie mir das Ganze hier zur Verfügung gestellt hat und dass ich das hier mal so zeigen darf. Wir müssen natürlich jetzt einen Auftrag haben, wo wir die Geräte auch mal einsetzen können, ne? Definitiv. Das werden wir auf jeden Fall machen, sobald wir das Hotel fertig haben. Wobei, wer weiß, vielleicht können wir auch noch bei dem Hotel das eine oder andere gebrauchen. Ich gehe mal davon aus, Gartenanlage dürften wir auch noch da machen. Schauen wir mal. Die Geräte bleiben auf jeden Fall jetzt erstmal hier stehen auf dem Hof vom Fahrzeughändler. Also, ich bin begeistert. Ich bin begeistert, auf jeden Fall, ne? Sechs neue Fahrzeuge im Spiel von der Firma JCB. Richtig, richtig geil. Sehr, sehr schön. Ja, wollen wir mal schauen, wo wir hier die ganzen Geschichten einsetzen können, oder?
Gehen wir mal in unseren Auftrag rein. Ich meine, wir könnten ja theoretisch noch einen zweiten Auftrag annehmen, ne? Wir können ja mal schauen eben. Gehe und besorge dir Job in der Jobauswahl. Zack, hier. Was haben wir denn hier? Agrarbau, Umland West. Oh, guck mal hier. Das haben wir auch neu. Aber wir haben doch bestimmt hier irgendwo noch so. Ah, schade. Jetzt sind gerade keine kleinen Gartenbauaufträge am Start. Ne? Das wäre jetzt genau das Richtige gewesen. Einen Transport brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und der Rest ist nur Parkplätze machen. Verdammt. Müssen wir gleich schon mal gucken. Vielleicht haben wir ja doch die Chance, da irgendwas zu tun. Heute noch. Dass wir die auf jeden Fall mal testen. Weil, wie gesagt, testen will ich die definitiv. Ja, doch. Gefallen mir richtig gut. Also mega nice. Auch hier den, ne? Zack, zack mal her. Warte mal. Nein. Zack. Und dann hier in den Arbeitsmodus rein. Bams. Gut, sind wir. Ach, guck mal an. Jetzt steht hier irgendwas im Weg. Okay, alles klar. Stützfüße sind blockiert. Okay, machen wir es hier. Zack. Okay, was blockiert denn hier die Stützfüße? Jetzt hier, geht doch. Zack. Und hier, ne? Bams. Schöne kleine Schaufel für Gartenarbeiten optimal. Wendekreis auch eigentlich ganz geil. Kannst du richtig weit rum. Da kannst du ja richtig gut arbeiten. Ja, da bin ich mal gespannt. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf. Die werden wir uns auf jeden Fall mal gönnen, ne? Cool. Ja, geile Sache. Bin hyped. Bin begeistert. Definitiv. So, dann wollen wir aber hier erstmal jetzt nochmal in unseren Auftrag gehen, würde ich sagen. Und schauen, ups, was wir da jetzt noch zu tun haben. Einmal eine Schnellreise mit. So, da sind wir auch schon. Zack. Jawohl, sehr gut. Gucken wir mal, was wir hier noch zu tun haben. Also, wenn ihr Bock auf das JCB-DLC habt, ne, gönnt euch auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Fettbauelemente, Beton. Sprich, wir brauchen hier erstmal einen Aufzugsschacht im nächsten Abschnitt. Zack, her damit, jawohl. So, wo soll der hin? Da vorne. Machen wir. Kein Problem. Schade, dass wir jetzt hier mit Bagger arbeiten und so weiter schon fertig sind, ne? Ich hätte jetzt übelst Bock, die Dinge auszuprobieren, die neuen. Aber gut. Haben wir jetzt gerade nicht. Deswegen müssen wir jetzt erstmal hier gucken, dass wir hier weiterkommen. Ich muss erstmal die Kamera ein bisschen drehen, damit man ein bisschen mehr sieht. So, jetzt. Katsching, es gibt wieder Geld. Sehr gut. So, was brauchen wir? Holzbalken, zweimal. Nichts leichter als das. Wie gesagt, ich will gleich mal gucken, ob vielleicht ein neuer Auftrag reingekommen ist. Ich glaube, die wechseln irgendwie alle paar Minuten. So. Schmeiß mal die mal hier rein. Zack, Nummer 1, jawohl. Wir müssen auf jeden Fall gleich mal gucken, ne? Dass wir irgendwie noch einen zweiten Auftrag an Land ziehen. Können wir ja. Zwei Aufträge gehen ja. Ist dann wie im Real Life, ne? Überall werden Baustellen aufgemacht, aber nirgendwo wird gearbeitet. Kein Problem für uns. Kriegen wir hin. So. Zweite Ladung. Was? Okay, wo sollen die hin? Ah, guck mal da, der Betonmischer steht im Weg. Verdammt. Okay. Da müssen wir erstmal ran. Da müssen wir erstmal ran. Da muss der Betonmischer erstmal auf Seite hier. Ne? Zack. So. Boah, Alter, ich komme gerade irgendwie mit der Kamera überhaupt nicht zurecht, ne? So. Und auch dieser kleine Mulden, dieser kleine knickgelenkte Muldenkipper, ist für die
für die Gartenarbeiten oder sowas bestimmt auch mega nice. Vor allen Dingen, wenn du mit dem riesen Vieh da irgendwo reinkommst oder sowas. Ich bin gespannt. So, okay. Einmal den Kran zurücksetzen, bitte. So, dann in den Fahrmodus wieder rein. Dankeschön. Und dann müssen wir erstmal hier auf Seite. Wir brauchen den Platz. Wir sind jung und brauchen den Platz. So, erstmal hier stehen. Zack. Dann schauen wir mal, wo die Holzbalken hin sollen. Ach, okay, Moment, ich sehe gerade, das sind gar keine Holzbalken, die ich hier an Land gezogen habe. Verdammt. Falsche Palette gegriffen, deswegen hat es nicht funktioniert. Na komm. So, zack. So, da müssten aber... dann sind das hier die Holzbalken wahrscheinlich. Nehmen wir die mal. Ja, das sieht schon besser aus. Das sieht schon besser aus. Dann funktioniert es auch. So, nicht so schwingen bitte. Und einmal ablassen. Zack, jawohl. So, was brauchen wir noch? Deckenelemente. Oh, nee, ne? Wir brauchen ohne Ende Deckenelemente. Das heißt, wieder Beton gießen, bis die schwarze Karte. So, zack, einmal. Ja, hätte ich das gewusst, dass da DLC kommt, hätte ich hier mit dem Auftrag auf jeden Fall noch gewartet, ne? Aber gut, man kann nicht alles haben. Aber wir können ja nochmal in die Jobs schauen. Na, komm her, zack. So, haben wir noch? Haben wir irgendwas dazu gekriegt? Keine Gartenarbeiten. Verdammt. Wann wird das aktualisiert? Irgendwann wird das doch aktualisiert. Transportaufträge, Parkplatz bauen, Einfamilienhaus. Alles das, was wir gerade nicht gebrauchen können. Ne? Mist. Schade. Schade, schade, schade. Egal. Wir werden diese Fahrzeuge auf jeden Fall nutzen. Sobald wir den passenden Auftrag dazu haben. So, okay, alles klar. Jawohl, einmal runter hier. Ja, das ist auch der Grund, warum jetzt heute auch nochmal eine Bausimulator-Folge kam oder kommt. Weil, ja, ne? DLC. Oder beziehungsweise, ja, meine, seit Donnerstag ist das Ganze verfügbar. Jetzt haben wir heute Samstag, gut, okay. Hab's jetzt nicht früher hinbekommen, da noch ein Video für so schnell zu zaubern. Und das von gestern war schon fertig. Das wollte ich jetzt auch nicht noch dazwischen schieben, weil wäre dann hier von der Reihenfolge ein bisschen blöd gelaufen. Aber egal. Sobald wir einen Auftrag haben, schmeißen wir wieder eine Folge rein, ne? Brauchen nur den passenden Auftrag dafür. Aber das sollte kein Problem sein. Kommen ja ständig neue. Und derzeit machen wir hier mit dem Hotel weiter. Muss ja auch vorwärts gehen, ne? Die Gäste sollen ja hier irgendwo mal übernachten können. So, zack, Hammer. Jawohl, okay, so wie erwartet, können wir jetzt hier jede Menge massig... Oh oh, oh oh, oh oh, Moment, das lassen wir lieber nochmal ab. Ja, oder so. Geht auch, gar kein Problem. So, zack. Dann nehmen wir uns hier direkt mal die Kleinen weg, bevor die hier nachher durch die Gegend flattern. Gar kein Bock. Ich komme mit meiner Kameraeinstellung hier wieder gar nicht zurecht. Ist wieder on point. So. Kommen die hin, da hinten. Z
Zack, jawohl. Hammer, alter Schwede. Da haben wir richtig viel Beton zu gießen, wa? Da sehe ich uns komplett. Na, komm her. Dankeschön. Randa. Und ab geht's. So. Ja, dauert ein paar Minuten, aber hey, was soll's. Ja, nimm. Ja, komm ran. Jawohl. So. Zack. Abgesetzt. Ja. Danke für Speichern. So. Jawohl. Sehr schön. Ja, was gibt's zu den neuen Baggern zu sagen? Ist halt die Frage, ne? Baggerlader, ja, gut, ne? Erklärt sich irgendwie von selber. Also ich meine, sich erklären sich die Fahrzeuge generell von selber. Der kleine Baggerlader, ne? Kleinwendig für enge Baustellen sehr, sehr gut geeignet oder für kleinere Arbeiten. Dann, ja, der etwas größere natürlich, ne, mit ein bisschen mehr Leistung, auch klar. Ist halt mit den, auf den Kettenbagger bin ich echt gespannt, ne. Da habe ich echt mal mega heiß drauf, den im Gegensatz zu dem, den wir haben, auszutesten. Da lasse ich mich echt mal überraschen. Mit dem Teleskoplader, ja gut, wir lassen uns das meiste halt liefern, ne? Das ist immer das Ding. Aber das können wir ja auch mal so austesten dann, mal gucken, wie das funktioniert. Machen wir dann bei der nächsten Lieferung oder sowas mal. Warum nicht? So, zack. Ja, komm, viel haben wir nicht mehr. Haben wir es hier gleich geschafft. Oh, stopp. Ja, komm. Zack, dankeschön. So, das schön nach da hinten. Und dann dürfen wir wieder Beton gießen. Wahrscheinlich wieder jede Menge massig. Zack. Jetzt einfach mal über irgendwo ab, ist egal. Zack. Zack. Ja, das läuft doch hier. Läuft doch wie ein Schnürchen. Jawohl. Brauchst doch nicht mal viel Action machen hier. Finde ich auch richtig nice. Zack. So, und die letzte. Zack, ran da und rüber. Sehr geil. Und schon haben wir die Deckenelemente gesetzt, ne? Herrlich. Hallo? Okay. So, Beton gießen. Ja, wer hätte das gedacht? Wow. Alter Schwede, da müssen wir richtig viel Beton gießen. Da sehe ich uns ja komplett. Da wollen wir mal unsere Betonmischmaschine hier und unsere Betonpumpe wieder an den Start bringen. Ne? Wird auch wieder dunkel, sehr schön. Kann man auch hier brauchen. Nicht. So, stellen wir den mal so, ne? So dürfte es passen. Zack, Füßchen. Deckelchen auf. Und hoch den Arm.
Na komm. Dreh dich. Jawohl, sehr gut. So. Und runter mit dem Schniepel. Und dann brauchen wir unseren Betonmischer. Also fuhrparktechnisch sind wir, glaube ich, jetzt mittlerweile echt gut aufgestellt. Ne? Ich werde auch die Fahrzeuge dann irgendwann kaufen, natürlich. Ich glaube, es ist sogar noch eine Trophäe. Alle Fahrzeuge irgendwie zu besitzen oder irgendwie sowas. Irgendwas war da. Na komm. So geht das. Jawohl, sehr gut. Aber wir brauchen immer noch unsere Mietzeiten, ne? Das ist auch noch so ein Ding. So, und Feuer frei für den Beton. So, okay, wow. Also wir müssen den ganzen... sag mal schnell. Die ganze Decke hier streichen, wollte ich schon sagen. Gießen. Boah, ich muss mal ein bisschen weiter weg mit der Kamera, sonst sehe ich überhaupt gar nichts. Danke. Jawohl, sehr gut. Was haben wir jetzt? 16%, ja. Da geht noch ein bisschen was. Ich weiß, ich hampel hier mit dem Arm ein bisschen rum. Man kennt mich. So, und die Maschine ist leer. Wer hätte damit gerechnet? Niemand. Doch, jeder. Wahrscheinlich. 5 Millionen Tonnen Beton sind verbraucht. Deswegen kaufen wir nochmal welche. So, wie sieht das hier mit dem Arm aus? Ja, eigentlich ganz gut, ne? So, da hinten aber rein, in die Ecke. Boah, Junge, Junge, Junge. Also die Steuerung von dem Ding ist echt... Wow. Finde ich halt nicht so einfach, ne? Das ist... Rauf, runter, dies, das, so feinfühlig kannst du an den Sticks gar nicht rumhantieren. Aber wir kriegen es hin. So, zack. Da noch ein bisschen hin. Jawohl, 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 jawohl. Aber... Prozentemäßig, ne? Geht das noch nicht so schnell nach vorne. Und schon wieder der Alterswert. Da brauchen wir ja auch richtig viel, ne? Zweite Ladung weg. Zack. Und zack. Ich bin noch mal gespannt, wie viele Stockwerke das Hotel haben wird am Ende des Tages. Wie viele wir hier drauf basteln müssen. Ja, wenn wir raus sind, ne? Gemeinsam. Boah. So, da noch was hin, jawohl. Na komm, 81%. Wir nähern uns dem Ziel. Und schon wieder leer, krass. Alter Schwede. Das ist schon heftig viel, ne? Das wäre fast schon wie bei Wände gießen. Zack. Und wieder rein.
Ja, komm, 7% noch, das kriegen wir noch hin. Jawohl, sehr schön, 100% geschafft. Wow, jawohl, und wir sind im Spielerlevel aufgestiegen. Ja, den Fortschritt, den werden wir aber, werde ich aber offscreen machen, weil ich gehe mal davon aus, dass ich leider wieder mit CE-Fehler fliegen werde. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Wenn ich da an den Einstellungen da rumfuckel, machen wir hier die Zufuhr aus. Da müssen wir... schon speichert er wieder. Oh, warte mal. Fertigwand, Elemente, Holztafel. Ah, die müssen wir wiederholen, ne? Wo ist denn unser LKW? Schauen wir mal gerade. So, da sind wir auch schon bei der Fertigwandfabrik angekommen. Mal gucken, dass wir hier... Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier auch richtig sind. Nicht zum Sägewerk mussten. Probieren wir jetzt mal aus. Schauen wir mal. Oh. Ups, ich kratze ein bisschen an der Wand entlang. Kein Problem. Stopp. Aufstehen. Na komm her. Den manchmal hier einzupacken ist auch eine Kunst, ne? So, okay, lassen wir mal so stehen. Gehen wir nochmal eben schnell schauen, ob wir hier die Fertigwände bekommen, die wir benötigen. 10 Stück brauchen wir. Mhm. So, schauen wir mal. Zack. Was haben wir denn hier? Gesamtanzahl Pakete 2. Mhm. Kaufen. Paket laden. Und... Zack, jawohl. Ich glaube, wir haben beide. Ja, guck mal hier. Sieht doch sehr gut aus. Mehr werden wir auch nicht drauf kriegen. Warte mal, wo müssen wir hin? Lohnt sich das dahin zu fahren? Nicht wirklich, ne? Egal, wir machen eine Schnellreise. So, und da sind wir auch schon. Okay, ein bisschen wüst, aber ich glaube, so können wir erstmal stehen bleiben. Würde ich jetzt mal so behaupten. Wir blockieren einfach hier mal eiskalt die ganze Straße. So, entsichern. Jawohl. Und zack. Auch noch entsichert. Sehr gut. Okay, alles klar. So, dann gucken wir noch mal eben nach einem Job. Hat sich hier irgendwas getan? Lagerhalle im Dorf, Parkplatz, Hausanbau, Einfamilienhaus. Wir haben immer noch keine Gartenarbeit. Doch, hier ist ein Garten. Kleinauftrag Garten. Hier. Zack, den nehmen wir an. Jawohl, sehr gut. Haben wir. So, warte mal, wo ist der Auftrag jetzt? Hier oben. Hier oben ist der. Machen wir eine Schnellreise hin. Okay, alles klar, wir sind am Start. So, was müssen wir denn hier machen? Erstmal hier Steine bergen. Würde wahrscheinlich auch nur ein Vorgartenarbeiten sein, ne? Da würde ich ja fast behaupten, dass wir hingehen und dann nehmen wir uns hier, das ist der Caterpillar. Ey, wisst ihr was? Wir stellen die mal nebeneinander. So, da bin ich auch hier am Start. So, warte mal. Jetzt fahren wir mal hier direkt neben den hier. Machen wir hier ein Größenvergleich. Ah, nee. Ungefähr gleich, ne? Oder? Einmal der Caterpillar und einmal der JCB.
Von der Größe her würde ich sagen gleich. Der hat hier größere Reifen. Ja, der ist was höher, ne? Doch, der doch ein bisschen größer ist er. Was ich bei dem ganz geil finde, hier bei dem JCB, der hat die Fußstempel, ne? Diese, ja, wie nennt man die? Diese, ja, Sicherungsstempel. Die sind quasi direkt hinter den Reifen, ne? Bei dem sind die hier so ein bisschen außerhalb. Da kannst du schon mal ein bisschen Platzprobleme kriegen. Finde ich gar nicht schlecht. Finde ich richtig cool. Zeig mal her, wie ist das, wenn ich bei dem hier das... Ah, ne, halt, stopp. Zeig, einmal Licht anmachen. Zeig mal. Okay, der eine hat die Lampen unten, der andere hat sie oben am Brennen. Kenne ich irgendwo her, dass ich Lampen am Brennen habe, oder was? Und auch hier vorne, lichttechnisch. Finde ich das hier unten fast besser, ne? Ah, egal. Wir nehmen mal unseren JCB jetzt hier. Zack. Würde ich sagen. Auf zur Baustelle. Ne, nicht zu der, sondern zu der hier oben. Zack, Schnellreise. Ja, aber da haben wir auch schon. Schauen wir mal, wie wir das Ganze bewerkstelligt kriegen hier. Warte mal, nee, warte mal, ich stelle mich mal andersrum dahin. Ich glaube, besser ist das. So, bleibt mal stehen. Dann einmal in den Arbeitsmodus rein, jawohl. So, und dann können wir hier mal, zack, den Stein hier rausheben. Jawohl. Ah ja, jetzt müssen wir hier Löcher buddeln. Ah ne, halt. Zack, so. Und so. Könnte man ein Stück weiter weggehen. Nee, das ist schon wieder zu weit. Ah, müssen wir doch so machen. So, normalerweise müssten wir ja jetzt. Zack. Was? Felix. Aber hier Kamera, danke. Ach so, weil ich hier. Okay, warte mal. Ne, nimmt er nicht wegen der Schaufel jetzt, ne? Ach, schade, wir stehen hier echt blöd. Versuchen wir es anders. Ja, hier werde ich auch zu schräg stehen, wahrscheinlich. Ja, nimmt die Stempel auch wieder nicht. Okay, das ist ein bisschen. Stützfüße sind blockiert. Aha. Ein bisschen unvorteilhaft. Ich muss irgendwie einen Platz finden, so dass er sich dann hinstellt. Warte mal. Reicht das vom Naja, es wird nicht reichen. Da werden wir auch nicht drankommen, ne? So wie es aussieht. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Okay, also das mit der Schaufel, das funktioniert irgendwie nicht richtig. Ich weiß nicht, warum er da jedes Mal die Schaufel hier so. Komm jetzt aber, oder? Ich weiß nicht, warum der die Schaufel hier nicht absetzt. Dann müssen wir es so machen. Da will die nicht absetzen, ne? Ich frage mich halt, in welcher Form die Stützfüße blockiert sind. Will er nicht. Gute Frage, nächste Frage.
Warum will er die Stützfüße da nicht absetzen? Das ist nicht so geil. Muss halt echt hier einen mega passenden Platz finden, um die Stützfüße hier irgendwo abzusetzen. Da wird das auch nicht machen. Okay, direkter Vergleich, pass auf. So, okay, da sind wir. Jetzt machen wir den direkten Vergleich mit dem. Mit dem Caterpillar. Zack. Das funktioniert mit dem gerade ein bisschen besser, ne? Das hat direkt funktioniert, ne? Da hat er den Stützfuß direkt angenommen. Zack. So, Moment. Steigen wir hier nochmal aus. Steigen wir mal eben den hier ein. So, warte mal. Schauen wir mal, wie das aussieht, wenn wir den jetzt hier so hinstellen. Kommen wir dann überhaupt noch da dran? Das ist die nächste Frage. Aber auch hier will er sich nicht abstützen. Ne? Ich weiß nicht, warum da überall gesagt wird, die Stützfüße sind blockiert. Pass auf, ich stelle mich jetzt einfach mal hier mit auf die Straße. Hier müsste es ja theoretisch funktionieren. Aber auch hier will er irgendwas mit der Schaufel nicht. Was stimmt bei der Schaufel nicht, ist jetzt die große Frage. Mache ich irgendwas falsch? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ach, jetzt guck an. Da geht's. Okay, machen wir das Ganze nochmal. Komme ich jetzt da dran? Probieren wir es aus. Ah, jetzt hat er's. Guck an. Okay. Wahrscheinlich habe ich die Schaufel da nicht richtig. Aber jetzt komme ich natürlich da hinten an das Loch nicht dran. Ne? Das war ja klar, wirklich. Zack, fahren wir mal zusammen hier. Oh, Vorsicht. Oh, Alter. Aha, guck an, jetzt. Okay, die Schaufel muss einfach nur richtig stehen. Dann funktioniert es auch. So, dann buddeln wir hier mal. Der hat eine kleinere Schaufel, kann das sein? Warte mal, zeig mal her. Ja, die Schaufel von dem anderen ist was breiter. Würde ich dazu sagen. Aber so von der Handhabung her kann man machen, ne? Gut, ist jetzt nicht großartig anders als der andere auch, aber. Ja, aber sehr gut. Zack, so. Und dann haben wir hier auch schon die Bäumchen am Start, die wir dann hier wieder pflanzen können. Dafür müssen wir erstmal wieder hier uns umstellen. Das machen wir aber dann in der nächsten Folge. Ich denke mal, ja, bis hierhin war das schon ganz interessant. Also wie gesagt, hier, ne, bei dem müsst ihr gucken, dass die Schaufel dann dementsprechend richtig sitzt, wahrscheinlich. Damit er das dann auch dementsprechend akzeptiert. Finde ich jetzt persönlich aktuell, also zumindest auf den ersten Eindruck, finde ich das mit dem anderen funktioniert aus einem kleinen Ticken besser. Also, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, weil wir hier, warum der das nie akzeptiert. Oder nicht so richtig akzeptiert. Ja, setzt er nicht richtig. Na, ist egal. Kriegen wir auch noch raus irgendwie. Vielleicht muss ich die doch irgendwie ein bisschen absenken oder wie auch immer. Ich weiß es nicht.
finden wir raus. Irgendwie. Oder? Würde ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal ein Folgenende. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ja, ich hoffe, ihr findet Gefallen an dem JCB DLC. Also auch wenn das jetzt hier mit dem noch nicht so 100%ig klappt, wie ich mir das hier vorstelle. Oder ich halt irgendwie noch nicht richtig rausgefunden habe, woran das jetzt liegt, dass er jetzt hier die Schaufel nicht so setzt, wie er soll. Irgendwie will die nicht so richtig, keine Ahnung. So. Naja, wenn wir noch rausgehen, ist egal. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Bedanke mich auch nochmal da bei Astagon. Vielen Dank. Und ja, dann schauen wir mal, wie es hier in der nächsten Folge weitergeht. Und dann werden wir auch in Zukunft hier die neuen Fahrzeuge ausprobieren. Gerne bewerten, kostenlos abonnieren und natürlich gerne kommentieren. Vielen Dank dafür. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, dass wir das hier fertig kriegen und das Hotel. Sagen wir bis zum nächsten und ciao, ciao.